Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ostriff. Eine weitere Folge und die letzte Folge dieser Aufnahmesession, denn ich würde ganz gerne den Patch mitnehmen, wenn er denn am Wochenende kommen sollte. Mir wurde gesagt, gerade in der Pause, dass die Manager überteuert sind. Wenn wir die einstellen, können wir nämlich hier eine Fruchtfolge einrichten. So wurde mir gesagt, man kann nämlich dann automatisiert diese verschiedenen Sachen durchgehen. Aber ich werde jetzt einfach mal nicht einstellen, weil dann kosteten die uns nicht so viel. Ne? Ich habe jetzt beiden gekündigt und das machen wir sowieso selber. Also wir werden uns sowieso die Felder angucken, was denn da notwendig ist. So, alle aktiven Felder sind jetzt geflugt. Und jetzt muss niemand mehr säen. Die scheint zu sehen, oder? Kann das sein? Können wir mehr Arbeiter einstellen? Ach, guck mal hier, Laborer. Hier arbeiten ganz viele. Und hier niemand. Die fordern alle die nur an. Shit, wir haben nicht genügend Leute. That's the story. Ah, die machen Boote. Okay. Da haben wir noch ein Boot und dann, das müsste jetzt hier, das steht auf Order, das heißt, es müsste das Boot gleich ankommen, dann müsste das nächste gebaut werden. Zack. Present. Rüber. Nächstes Boot zimmern. Dann kann ich auch mal hier einen abziehen. Und ich kann, den habe ich abgezogen. Arbeiter hier. Der kann mal aufhören zu nageln. Iron 5,4, 732 Nägel, das langt erstmal. Können wir vielleicht noch hier jemand einstellen? Was ist da gerade fertig geworden? Irgendein Haus, oder? Kann das sein? Ach nee, die hier. L Windmühle. Jetzt dreht das Ding mal in Wind. Möchte jetzt mal sehen. Ah, da muss ein Arbeiter noch eingestellt werden. Ah, jetzt wird hier gesät. Das sind die Laborer wahrscheinlich. Ne, die arbeiten auch zu viert. Hier. Hier. Hangt das denn von der Zeit? Wir sind schon im April. Ja. Geflowt, gegrowt, gesowt. Sowing, sowing, sowing. Alles gesät. Hier sind sie dabei und hier ist noch nichts gesät. Das könnte aber knapp werden von der Zeit. Ne? Das könnte wirklich knapp werden. So, der macht Sonnenblumenöl. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Gepflügte ja dann effektiver oder sowas. Was haben wir denn hier eigentlich eingestellt? Fisch, Milch. Wie sieht eigentlich mit der Milch aus? Haben wir Milch? Oder ist das im Lager, die Milch? Hier ist auch keine Milch. Na gut, wenn die Bullen hier nur sind, da wird es mit der Milch auch ein bisschen knapp. Ne, wir haben nur vier Milchkühe. Ah, hier, da. Da. Schee. Ja, das ist voll schee. Eine Findmühle. Der Mehl. Mühle. So, der macht jetzt. Genau. Sehr schön. Haben die das geschafft mit dem Aussehen? Oh, und hier sind sie noch dabei. Im April sind sie noch am Aussehen. Und hier auch noch. Ach du Kacke. Der Mühle, die Lieferart. Können wir mal gucken. Laborer by Cart. Ja, kann man. By Hand. Laufen sie halt zu Fuß. Mein Gott, können sie ja mal machen, ne? So, ausgesät. Und jetzt sind sie hier zu viert dran. Das heißt, hier sind im Moment drei Hilfskräfte mit dran. Ja, perfekt. Gut.
Hier fehlen die Arbeiter, die sind wahrscheinlich jetzt auf dem Feld unterwegs. Gut, ich sag mal, bis das Neubaugebiet hier fertig ist, das dauert natürlich auch ein Momentchen. Ja, die machen jetzt den Rest. Okay. Okay, okay. Ah, guck mal, das Feld erholt sich. Sehr schön. Sehr schön. Soll die Bullen schlachten? Nein, 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 nein. Wenn ich zu viel habe, mache ich das. Aber da müsste ich erstmal einen Schlachter bauen. Das dauert noch einen kleinen Moment. Wir machen jetzt hier erstmal Neubaugebiet. Ich denke mal, hier mache ich so Landwirtschaft. Hier kommt auch ein Metzger hin. Oder vielleicht hier irgendwie. Das müssen wir mal gucken. Wachsen eigentlich diese Bäume hier, die ich hier gepflanzt habe? Das wäre mal sehr interessant. Wir können auch mal ein bisschen Deko machen. Wir können ja mal hier diese... Genau, die hier. Um hier so rein. So. Die laufen hier immer über Kreuz und Quer. Wenn ich jetzt hier einen Baum setze, dann müsste das doch eventuell verhindern, dass sie da das wegtrampeln alles. So, ein bisschen Grün rein. Ich finde das so geil, dass jedes Haus wirklich einen Baum im Vorgarten hat, ne? Man sieht ja auch die Wachstumsphasen. Das sind die Häuser, die wir zuletzt gebaut haben. Die sind relativ klein, haben übrigens auch unterschiedliche Bäume im Garten. Und hier sind die großen, die sind ja schon relativ groß gewachsen. Schön. Es ist voll schön. So. Ja. Das ist ausgesät. Da kommen Sonnenblumen. Hier kommen Sonnenblumen. Weizen. Da kommen Kartoffeln. Jetzt ist die Frage, ist dann durch das Pflügen die Wachstumsphase schneller oder die Effektivität, was im Endeffekt bei rumkommt? Also entweder... Oh, das ist auch ungleichmäßig. So ein bisschen schade, dass hier solche Kanten bleiben. Das Feld ist optimal. Breite wie Höhe. Aber anscheinend hat er so eine gewisse feste Breite. Und das hier ist irgendwie alles ein bisschen schief gebaut. Arbeitet der Typ eigentlich beim Dings noch? Er arbeitet nicht mehr. Thatch. 14,8. Haben wir jemanden Arbeitsloses? Zwei Frauen sind arbeitslos. In der Granary arbeiten sie. Oder ist einfach so? Was ich nicht ganz verstehe, am Anfang hatten wir wahrscheinlich nur arbeitslose Frauen. Als wir die eingesetzt haben, haben hier nur Frauen gearbeitet auf dem Hof. Jetzt arbeiten auch Männer. Also eigentlich dachte ich immer, das wäre so aufgeteilt. Weil ihn werde ich, glaube ich, da mal entlassen. Und er wird hier... Genau, das machen wir. Hahaha. 2, 3. Dann werde ich ihn nämlich hier mal rausnehmen. Warum kann denn... Ich hoffe, dass im Patch das ein bisschen geändert wird. Hier ist kein Kerl im Einsatz. Da auch nicht. Ist jetzt jemand arbeitslos? Eine Frau. Oder war das eine bärtige Frau, die ich gerade entlassen habe? Das kann natürlich auch sein. Hier arbeiten 2. Guck mal, hier sind gar nicht alle Kartoffeln nachgekommen. Haben jetzt alle Kartoffeln hier in dem Lager drin? Kann das sein? Potatoes. Ja, sieht so aus. Wir haben keine Kartoffeln mehr, nur noch hier im Lager. Das ist ja doof. Wir werden das mal auf 10 beschränken. Und Holz müssen wir mal verkaufen. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Wir müssen doch ohne Ende Holz haben. Kann das sein? Wood. Wo ist es denn? Wood. 196. Naja, ohne Ende ist geprahlt. Gut, dann schicken wir mal einen Boten los. Kostet uns 30. Wir schicken die... Oh. Weed and Shoes.
Schuhe haben wir keinen, weil wir kein Leder haben. Und Weed haben wir 12. Dann verkaufen wir mal 8. Deal. So, dann werden wir hier Weed. So, wenn wir mal 8 ordern. Dass wenn er ankommt, dass er gleich beladen werden kann. Sunflower, Sunflower Oil. Wo ist denn das Flor? Da, 1,3. Okay, die Mühle scheint zu arbeiten. Das ist gut. Wie sieht's auf der Baustelle aus hier oben? Ein Worker, 2 Laborer. Okay, die bringen hier Stuff ran. Da sind wir bei 1. Okay, da müssten demnächst müssten dann auch mal neue einziehen. Ja gut, erst wenn die Häuser fertig sind. Das gibt ja ein Muster hier vorne. Sieht aus wie so ein Pentagramm, oder? Hier. Spitze, Spitze. Was war das für ein Sound? Ah, Haus fertig geworden. Jetzt müssten neue Leute dazu kommen. Wow, guck mal hier. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt Essen. Also Migration ist voll im Kommen. Da sind sie. Ich finde, das sieht viel schöner aus mit den ganzen mit den ganzen Bäumen dazwischen. Das ist wirklich schön. Die sind da eingezogen. Hä? What the fuck? Hä? Bin ich gerade irritiert. Hä? Warum sind die da eingezogen? Ich... Ach, jetzt kommen die erst. Und direkt bei der Baustelle mitgearbeitet, direkt beim Nachbarn. Die Satellitenschüssel mit am Balkon angebracht. Sehr gut. Das sind moderne Leute. Das wäre natürlich auch cool, oder? So ein Aufbauspiel mit Epochen. Das wäre geil. So ähnlich wie mal The Universum gedacht ist. Das fände ich irgendwie, finde ich ziemlich nice. Wenn das dann so wäre, dass man wirklich... Epochen hat. Das fände ich cute. Oh, stockt gerade wieder, merke ich. Warum stockt das denn? Ist das die Bewegung hier im Spiel oder warum ist das hier so hakelig? Mir gar nicht aufgefallen. Na, es geht aber. Cool. Das ist ja fein. Und jemand arbeitslos? Eine Frau. Hm. Wie sieht es denn hier unten aus? Wird hier gearbeitet? Einer? Keiner. Na Wahnsinn, wir nehmen keinen Fisch mehr ein. Hm. Ich finde das total doof, dass da... Ich finde es total blöd, dass da die Frauen nicht zum Beispiel fischen können. Das finde ich irgendwie... Natürlich war es vielleicht in der Zeit so, aber ich finde, bei so einem Spiel müsste das anders sein. Also irgendwie... Hm. Einer, zwei. Tja, keine Arbeitsplätze. Wir haben nicht genügend Leute. Habe ich den Schmied schon abgezogen? Nägel 542. Den habe ich schon abgezogen, wa? Wo ist er denn? Da. Ja. Der mit seinem Thatch. Hey, Thatch 20. Der Thatch die ganze Zeit weiter. Den Bootbauer brauchen wir nicht. So. Dich brauchen wir nicht. Du kannst mitarbeiten. Da haben wir... Das ist... Was dann? Sitzt hier noch ein zweiter vor? Jetzt niemand mehr arbeitslos, oder? Doch, zwei. Wieso sind die alle arbeitslos? Ich verstehe das nicht. Habt ihr doch eingesetzt hier im Ölworkshop? Kann hier nicht auch mal eine Frau arbeiten? Ölpressen, das kann nicht nur Männersache sein. Das ist echt bescheuert. Vitali.
Na gut, die bauen jetzt, ne? Ne, warte mal, die darf ich hier nicht zu zweit einsetzen. Warum kommt denn hier sofort jemand rein und hier ist niemand am Arbeiten? Die sollen doch verdammt nochmal fischen. Jarina. So, ist es immer noch arbeitslos? Ah, jetzt ist gut. Ist das, kann das sein, dass das Verteilen der Arbeitskräfte noch nicht so ganz funktioniert im Spiel? Hätte ich beinahe gesagt. Komm, vier lang. Vier. Jemand arbeitslos? Ah ja, okay, shit. Nein, okay. Und dann hier noch, ne? Null. Ja gut, jetzt passt es wieder. 60 Leute wohnen auch mittlerweile schon im Dorf. Und hier wird's kuschelig, glaube ich, in dem Gang. Das wird relativ knapp hier mit dem Gang. Naja, aber es sind auf jeden Fall einige unterwegs. So. Er macht Mehl. Haben wir denn schon Fleur? De Fleur? De Fleur? Da arbeitet niemand. Das ist doof. Auch hier nicht arbeitet niemand. Warum? Zack, zack. Zack. Ich glaube, ich habe insgesamt nicht genügend Arbeitskräfte hier in dem Laden. Hier, die können doch mal weg. Wollte ich nicht Holz verkaufen? Da haben wir ihn hingeschickt, das war wahrscheinlich davor, ne? Dann bauen die da. Okay, 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 okay. Ist am Laufen. Wie sieht es denn in unserem Stall aus? Oh, da ist auch was passiert. Oh, eine Kuh ist dazugekommen. Sehr schön. Ein Monat alt. Yay. Na, hier ist was los, ne? Hier, Kühe. Macht viel Mühe. Sehr schön. Wir sind im Juno. Und ist hier schon was fertig? Nein, ist noch nicht. Na gut. Dauert noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge von Ostriff. Hier wird wohl das letzte Haus gebaut. Das wird... Da ist es fertig geworden. Genau. Das heißt, es ziehen neue Familien ein. Sie sind schon bei 63. Die werden jetzt demnächst hier mit einem Karren ankommen. Und hier dann einziehen. Ja, unser kleines Dorf wächst. Ist schon ganz gut, würde ich mal sagen. Wir haben Landwirtschaft, wir haben Einnahmen, wir haben Häuser. Migration, no housing available, klar, sind nicht gebaut, aber wir haben mittlerweile 63 Bewohner. So, dann hoffe ich mal, dass am Wochenende der Patch kommt und dann werden wir mal uns anschauen, was es dann noch Neues an Gebäuden gibt. Und wir haben ja immer noch keinen Schlachter gebaut, wir haben niemanden gemacht, der Leder herstellt und wir haben immer noch niemanden, der dann Schuhe und Klamotten herstellt. Also da ist noch mit dem Hanf, den wir hier angesetzt haben, ist noch einiges zu machen. Da kommt der Hanf in den Laden und dann qualmt die Hütte. Bis zur nächsten Folge von Ostriff. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.